Mein Name ist Peter Beers. In diesem Beutel befinden sich die Pit-Hux, innovative Trainingsvorrichtung für das Kurzhanteltraining mit Einzelwiederholung. Erst mit den Pit-Hux wird es möglich, eine Vielzahl von Kurzhantelübungen aus beliebiger Höhe und von einer horizontal frei wählbaren Startposition mit der konzentrischen, also der positiven Bewegung zu beginnen. Dadurch ergeben sich folgende Vorteile. Nach jeder Wiederholung kann eine kurze Pause folgen, in der die Zielmuskulatur möglichst komplett entlastet wird, ohne dass die Kurzhanteln nach jeder Wiederholung abgelegt und für die nächste Wiederholung neu umgesetzt werden müssen. Somit wird die Umsetzung des Grundgedankens von PIT, Professional Intermittent Training, für viele Kurzhantelübungen überhaupt erst ermöglicht. Eine bessere Fokussierung auf den Zielmuskel bzw. auf einen Muskelanteil wird möglich, da die entsprechend darauf ausgerichtete Technik vor jeder Wiederholung aus der Ruhelage heraus auch bei der x-ten Wiederholung durch entsprechendes Vorspannen der Zielmuskulatur bzw. des entsprechenden Anteils perfekt wiederholt werden kann. Die Spannungshöhe in der trainierten Muskulatur steigt im Verhältnis zum verwendeten Gewicht durch den positiven Start an. Das heißt, das Training gewinnt an Effektivität. Es wird weniger Gewicht benötigt, um Wachstumsreize zu setzen. Dadurch sinkt die Belastung der Gelenke, Sehnen und Bänder. Durch die weitestgehende Ausschaltung des Vordehnungsreflexes wird das Gewicht im Idealfall wirklich zu 100% mit Muskelkraft bewältigt und nicht durch die Ausnutzung des Federbandeffektes des passiven Bewegungsapparates zur Strecke gebracht. Durch die integrierte Federung beginnt und endet jede Wiederholung sanft. Unnötige Belastungsspitzen in Gelenken, Sehnen, Bändern und Muskeln werden vermieden. Das Training wird somit möglichst weich und schonend gestaltet. Ganz egal, ob mit oder ohne Pausen zwischen den Wiederholungen trainiert wird, das potenziell verletzungsträchtige Umsetzen schwerer Kurzhanteln kann mit den Pit-Hux komplett entfallen. Da bei echtem Muskelversagen die Hooks die Kurzhanteln auffangen, gewinnt das Training deutlich an Sicherheit. Beim Kurzhanteln Schrägbankdrücken kann der oftmals schwache obere Anteil der Brustmuskulatur gezielt getroffen werden. Beim Kurzhanteln Schulterdrücken wird es möglich, gezielt den hintersten Anteil der seitlichen Deltamuskulatur anzusprechen. Bei Kurzhantel Fliegenden kann ebenfalls besonders der obere Anteil der Brustmuskulatur kontaktiert und erschöpft werden. Bei Kurzhantel Shrugs kann gezielt der mittlere und nicht wie sonst üblich vor allem der obere äußere Anteil des Trapezius angesprochen werden. Durch die sinnvolle Verwendung der Pit-Hux wird das Training somit präziser, effektiver, schonender und sicherer. Great pieces of equipment. Awesome. With these, I like it because you don't need anyone to hand you the weight. You don't need anyone to take the weight off you. These things are incredible. It's the first time I've seen these, and looking forward to using them. Bring a pair back to the States with me. Awesome piece of equipment right there. Das Komplettset Pit-Hux besteht aus Karabiner, Feder, einem weiteren Karabiner, einer Kette 1,1 Meter lang, glanzverzinkt und mit einem weiteren Karabiner verbunden, der eigentlichen Kurzhantelaufhängung. Diese Kurzhantelaufhängung ist aus Edelstahl und das Ganze gibt es jetzt im Set zweimal, um halt mit einem Paar Kurzhanteln trainieren zu können. Um diese Pit-Hux jetzt im Studio verwenden zu können, sind in aller Regel diese Gurtbänder notwendig, die es optional in drei verschiedenen Längen zum Set dazu zu kaufen gibt. Einmal 350 mm lang, das ist so die Standardvariante, die in 95% aller Fälle ausreicht. Es gibt noch zwei größere Längen, und zwar einmal 450 mm und 550 mm. Welche Länge ich jetzt brauche, ist abhängig davon, welchen Umfang der Träger hat, über den ich die Gurtbänder drüber lege. Grundsätzlich eignen sich im Studio PowerRacks, Verbindungsschräben zwischen Kabelzugtürmen, Multipressen,
Klimmzugstangen, also die Möglichkeit, die Pithooks aufzuhängen, sind vielfältig. Wenn ich das Gurtband nun über den Träger drüber gelegt habe, hänge ich die Pithooks mit dem obersten Karabiner ein, nehme dann über die Auswahl des Kettengliedes die Höheneinstellung für die jeweilige Übung vor und dann kann es losgehen. Damit ich nicht jedes Mal diese Höheneinstellung wieder aufs Neue vornehmen muss und mir jedes Mal die Höhe wieder neu suchen muss, gibt es zudem die Möglichkeit, optional farbige Kabelbinder dazu zu erwerben, mit denen ich mir die entsprechenden Kettenglieder für die jeweiligen Übungen markieren kann. Wenn ich das Ganze jetzt so aufgehangen habe und die Höhe eingestellt habe, brauche ich nur noch meine Kurzhantel einzuhängen und das Fixierungsband, welches mit Klettverschlüssen versehen ist, einmal um die Kurzhantel drum zu schlingen und zu verschließen. Beep, 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 beep.